Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um den Igelstäubling. Den Igelstäubling findet man meist im kalkreichen Laubwald, vor allem bei Buchen. Es handelt sich um einen Folgezersetzer, der vom Frühsommer bis in den Spätherbst erscheint. Die Fruchtkörper können dabei sowohl einzeln als auch in Gruppen erscheinen. Solange der Fruchtkörper des Igelstäublings innen komplett weißlich und nicht gelblich gefärbt ist, ist der Igelstäubling theoretisch essbar. Allerdings ist der Speisewert gering, der Geschmack ist dumpf bis erdig, aus unserer Sicht muss der Igelstäubling deshalb nicht auf dem Teller landen. Igelstäublinge sind typische Kriegspilze. Als Kriegspilze werden dumpf bis muffig schmeckende Arten bezeichnet, die aber dennoch als essbar gelten. Diese Arten wurden vor allem bei großen Hungersnöten, zum Beispiel eben während oder nach Kriegen, als Notnahrung verzehrt. Auch wenn der Geschmack gewöhnungsbedürftig bis sogar unangenehm ausfällt, so können die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe während einer Hungersnot tatsächlich Leben retten. Der Fruchtkörper des Igelstäublings erreicht einen Durchmesser von bis zu 8 cm. Er kann sowohl birnen- als auch kugelförmig geformt sein und besitzt deutlich ausgeprägte Stacheln, die sich ineinander neigen. Der Igelstäubling ist insgesamt bräunlich gefärbt. Die Spitzen der Stacheln sind dabei meist etwas heller gefärbt als der Rest des Fruchtkörpers. Das Fleisch des Igelstäublings ist bei jungen Exemplaren weißlich gefärbt und relativ fest. Mit zunehmendem Alter verfärbt sich das Fleisch gelblich bis dunkelbräunlich. Das Fleisch des Igelstäublings wird dabei immer weicher und wird letztendlich zu einem schwarzbraunen Spornpulver. Der Igelstäubling besitzt keinen besonderen Geruch. Der Geschmack ist dumpf. Der Igelstäubling kann mit den verschiedensten Stäublingen verwechselt werden. Dazu zählen zum Beispiel der braune Stäubling, der Birnenstäubling, der Flaschenstäubling und der Beutelstäubling.
Ja, so viel zum Thema Igelstäubling. Wirklich eine wunderschöne Art. Mit diesen stark ausgeprägten Stacheln schauen die wirklich wunderschön aus. Ich hoffe mal, dieses kleine Pilzporträt hat euch die Art ein bisschen näher gebracht. Zum Abschluss wie gewohnt Detailaufnahmen der Art, damit ihr euch die Merkmale nochmal schön einprägen könnt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Bis dann.